Menzelhaus im Twelbachtal, um die Osterfeiertage, auf das welke Wintergras der Wiesen warm die Sonne schien. Kroch ich durch Gestrüpp und Dornen am Johannisbach entlang, sah die Hasen und Fasane vor mir in das Dickicht fliehen. Sah im seichten, klaren Wasser Schwärme von Forellen stehen, griff hinein und mehr als eine fing ich mit der bloßen Hand. Ich durchbohrte ihre Kiemen, reihte sie der Größe nach auf Haselnuss- und Weidengärten, wie ich sie am Ufer fand. Wenn die Gedanken treiben in die Zeit, in der du Kind gewesen bist, lass es gut sein, sollen sie so bleiben. Zwischen Wirklichkeit und Traum, auch wenn es in Wahrheit kaum jemals so gewesen ist. Das Twelbachtal, die Heimat von Hannes Wader. Er lebt längst nicht mehr dort und doch ist er in seinen Liedern immer wieder hierhin zurückgekehrt. Aufgewachsen auf dem Lande hieß vor gut 10 Jahren der erste autobiografische Text, der sich deutlich auf diese Landschaft und ihre Menschen bezog. Doch nun, auch beim Lokaltermin vor Ort, zeigt sich, wie vieles sich verändert hat. Damals sang er noch zwischen Kartoffeln und Blumenkohl, fühle ich mich heute nicht mehr wohl. Eine Absage und ein Abschied also. Heute ist es anders. Da ist mehr die Sehnsucht da, die Zeit von Kindheit und Jugend aufzuarbeiten. Früher wurde das Tal zu eng, die Stadt lockte. Und jetzt ist es wohl mehr ein Rest heiler Welt. Und das bei allen Bitterkeiten, die Hans der Träumer, wie er genannt wurde, hier erlebte. Es ist gut, mal wieder zu Hause zu sein, in der eigenen Vergangenheit. Und es erwartet einen dort ein herzliches Willkommen. Die Ballade über das Twelbachtal, über den Johannisbach, spielt gleich hier nebenan. Und doch war es einst ein kräftiger Bach. Heute indes ist mehr ein Rinnsal übrig geblieben. Ach, Herr Wader, auch noch. Ja, freilich, muss ich ja. Wir wollten den Bach auch nicht so früher habt ihr auch noch erlebt, als überschwemmt war. Oh, ach, ja, aber jetzt Bilder davon. Du, da haben wir wunderschöne Bilder davon. Ja, wo hier noch, weißt du, das grün war, der Bach hier noch bei euch vorne. Ja. Ganz toll. Hm, du, was da möchte ich mal gerne. Da komm ich mal bei auch das alte rein, Haus. Nur Jimmy, komm. Weiter folgte ich dem Ufer in das wuchernde Gebüsch, wo das Bachbett brunnentief, das Wasser dunkel war und still. Und das Wurzelwerk der Erlen von der Strömung unterhüllt, darin hauste dieser Fisch, von dem ich hier erzählen will. Ja, ich sah, als ich zum ersten Mal an dieser Stelle stand, nicht viel mehr als einen Schatten, ein paar Blasen stiegen auf. Ich zog meine Kleider aus, tauchte in das kalte Loch bis auf den Grund und brachte nichts als Schlamm und Algen mit herauf. Wenn die Gedanken treiben in die Zeit, in die du Kind gewesen bist, lass es gut sein, sollen sie so bleiben. Zwischen Wirklichkeit und Traum, auch wenn es in Wahrheit kaum jemals so gewesen ist. Für mich ist die Zeit meiner Kindheit oder Jugend am Teutoburger Wald von immenser Bedeutung. Ich habe ja nichts anderes gekannt 20 Jahre lang. Ich bin ja nie rausgekommen vorher. Also alles, was in dieser Zeit passiert ist, verbindet sich mit diesen Menschen und der Landschaft, in der ich groß geworden bin. Um Bielefeld herum. Das alles, was ich liebe oder geliebt habe oder was ich verabscheut habe, hat sich da
da abgespielt. Alle Widersprüche und alle Übereinstimmungen mit dem, was da dort stattfand, beziehen sich auf diese Zeit und auf diese Gegend. Und ich kann nicht sagen, dass ich also eine glückliche Kindheit hatte. Das hängt mit vielen Dingen zusammen. Das ist auch eine soziale Frage. Wenn du optimal für einen jungen Menschen oder ein Kind ist es, wenn es aufwächst, geliebt von den Eltern, unterstützt von den Lehrern, anerkannt von den Schulkameraden, von Freunden, sich so glücklich entwickelt. Aber das hat es ja für mich alles gar nicht gegeben. Das heißt, ich habe geliebt als Kind, wie man als Kind lieben muss. Man muss ja lieben, es bleibt keine andere Wahl. Man kann als Kind ja nur essen, schreien, auf dem Topf sitzen und lieben. Und Liebe verlangen. Wo sich beides bedingt, ich glaube, beides ist gleich stark. Die Sucht, diese Gier nach Zuwendung, nach Zärtlichkeit und Liebe. Diesen Hunger, diese Gier nach Schönheit, Liebe, nach dem Leben spür ich heute noch in mir. Ungebrochen, ungestillt, so ist mir als Kraft gegeben, was oft nur als Schwäche gilt. Ich versuche jetzt im Nachhinein, das alles aufzuarbeiten, was mir positiv erscheint an meiner Heimat, aus der ich komme. Alles geht natürlich nicht. Es mischt sich alles, alles und ständig mit den abscheulichsten Erlebnissen, mit den abscheulichsten Zurückweisungen und Quälereien und Verletzungen. Grafiken aus einer Examensarbeit der Werkkunstschule zu Hannes Wader-Liedern aus den frühen 70er Jahren. Mit bissig ironischen Texten schaffte er als erster Liedermacher den kommerziellen Durchbruch. Lieder wie Der Putsch, Der umstrittene Tankerkönig oder wie hier im Bild Kokain. Doch waren es nicht nur die Texte, die ihn auszeichneten. Indem er mit der damals üblichen chansonhaften Begleitung der Lieder brach, eröffnete sich musikalisches Neuland. Hannes Wader beherrscht meisterhaft groteske Überzeichnungen der Wirklichkeit. Im Laufe seiner Entwicklung ist er allerdings konkreter geworden, sowohl privat als auch politisch. Das geht nicht immer ohne Widersprüche ab. Vielleicht liegt gerade darin die schöpferische Kraft, denn Hannes Wader bekennt sich zu diesen Widersprüchen. Und aus genau dieser Situation gelingen ihm immer wieder Texte, die Verstand und Gefühl gleichzeitig ansprechen. Auf Demonstrationen bundesweit singen heutzutage Hunderttausende seinen Traum vom Frieden. Eines der neueren Lieder entstand nach einer Vorlage des türkischen Dichters Nazım Hikmet, Leben einzeln und frei. Damit stellt Hannes Wader seine Konzeption einer lebenswerten Welt vor. Bist du bereit, dich mit aller Kraft zu wehren, viele Kämpfe zu bestehen? Du hast Mut genug, willst du uns alleine schweren Weg gemeinsam mit uns gehen? Oder willst du deine Kraft verschwenden im Alleingang gegen eine ganze Welt und zum Schluss in traurigen Legenden dazu stehen als gescheiterter Held? Lebe einzeln und frei wie der Baum unter Wald, fühle ich mir all.
sag, bist du bereit, dich mit aller Kraft zu wehren, viele Kämpfe zu bestehen? Du hast Mut genug, willst du unseren langen, schweren Weg gemeinsam mit uns gehen? Willst du mit uns gehen, dem Sieg entgegen? Komm, wir haben keine Zeit, uns auszuruhen. Nichts wird sich von selbst nach vorn bewegen. Darum zählt doch nur das, was wir tun. Leben einzeln und frei, wie ein Baum und dabei. Fühle dich wie ein Wald, diese Sehnsucht ist alt. Sie gibt uns Halt in unserem Kampf gegen die Dummheit, den Hass, die Gewalt. Ihr Gefährten im Zorn, ihr Gefährten im Streit, mit uns kämpft die Vernunft und die Zeit. Hannes Wader lebt in dieser Mühle in Schleswig-Holstein. Aus der Gegend wurde sein Urgroßvater als Sozialdemokrat durch die Sozialistengesetze im letzten Jahrhundert vertrieben. Das Sozialdemokratische ist übrigens eine Familientradition der Waders. Hier, im weiten Land, hat sich Hannes Wader also auf verschiedenen Ebenen ein neues Zuhause schaffen können. Eines am Meer, aber doch nicht so viel anders als im schönen Twellbachtal. So ist für ihn im privaten Rahmen sein Traum vom Frieden teilweise verwirklicht. Ja, sagen wir mal, es ist der Versuch, so einen Traum individuell zu verwirklichen. Aber das, wie alle Idyllen, zeigt das auch nur das äußere Erscheinungsbild einer Idylle. Und dahinter verbirgt sich natürlich auch eine Menge Kampf, Sorge. Das ist ja nur der Ausdruck des Alltags, den ich lebe. Immer unterwegs sein. Und im Grunde ja auch ein Traum oder eine Sehnsucht, mal irgendwo an einem Platz fest zu sitzen und ungestört zu sein für den Rest meines Lebens. Obwohl das ja nicht, für mich nicht verwirklichbar ist. Aber nun zumindest, wie gesagt, im Erscheinungsbild stellt sich das dann so dar, als wenn es bereits verwirklicht wäre. Eine Kurzformel kann ich das nicht bringen, aber das ist so der Versuch, innerhalb der hektischen und sehr widersprüchlichen Welt oder innerhalb meines eigenen widersprüchlichen Lebens und Daseins etwas zu machen, was stimmt in sich, das zu gestalten, das zumindest den Anschein hat, als wäre es stimmig. Ich lebe jetzt seit 10 Jahren hier,
aber in Anführungsstrichen. Ich lebe natürlich nicht hier, sondern ich bin hier gemeldet und bin eben doch sehr viel unterwegs. Und wenn ich dann mal wieder hierher komme, dann, ja, dann gefällt mir das, dann beruhigt mich das Bild einer intakten Erscheinung. Nahes Rufen, Hunde bellen, und jetzt fällt ein Schuss. Mein Knie, es schmerzt, es sickern rote Tropfen in den Fluss. Nein, noch fließt kein Blut, der Krampf löst sich in meinem Bein. In den Ufer sind geflossen, ungeschickt von mir vergossen, ist der Rest von unserem Bein. Und es kämmt ein sanfter Wind, das grüne Haar der Trauerweiden. Hörst du auch das Raunen, diese Stimmen überm Fluss? Lauschen will ich nur, nicht fragen, was wird aus uns beiden, weil ich weiß, dass ich mich vor der Antwort fürchten muss. Ich glaube, ich bin nicht aus Zufriedenheit auf autobiografische Themen gekommen, sondern gerade aus dem Gegenteil, aus Unzufriedenheit. Dass ich feststelle, ja, ich bin jetzt bekannt, ich kann mir dies und jenes leisten, materiell, und kaufe mir das jetzt. Ich habe das gekauft und konnte gar nichts damit anfangen. Weil, ja, solche Sachen, das, man ist, man meint jetzt, man müsste glücklich sein, weil jetzt zum Beispiel, man hat ein Ziel, einen Teil eines Ziels erreicht, von dem man weiß, dass 80% der Menschheit dahinterherjagt. Es kommt die Verpflichtung auch, glücklich zu sein damit. Mit äußerer Anerkennung, mit Ruhm. Man ist immer noch gesund. Es trifft einem also nicht, einen also nicht erst im Alter, sondern ich war ungefähr 30. Und dann wird auch verdient. Man kann sich dies leisten, jenes leisten. Und da ist mir eigentlich jetzt direkt bewusst geworden, wie viel mir eigentlich fehlt. Wie stellt sich denn nun für dich die sozialdemokratische Tradition deiner Familie konkret, jetzt nicht geschichtlich gesagt, da? Also die Tradition, die praktisch du jetzt im Familienhaus in Hoberge erlebt hast. Ja, wie hat sich das, wie hat sich der Alltag bei uns dargestellt oder für mich dargestellt? In erster Linie natürlich nicht über Politik. Mein Vater war zwar sehr engagiert kommunalpolitisch und diskutierte sehr viel als entschiedener Sozialdemokrat und hatte alle möglichen Posten in der Gemeinde. Nach dem Kriege Flüchtlingsbetreuung und dergleichen. Und konkret, was mich interessierte, stellte sich das über die Kultur dar, beispielsweise. Weil sämtliche Tanten oder Onkels, einschließlich meines Vaters, meiner Schwester, waren Mitglieder eines Mandolinenorchesters beispielsweise. Die Tanten sangen in einem Chor, auch mit, ja, das sind, war also die Kultur sozialdemokratischer Tradition. In diesem Melodiestall, die in wechselnder Gestalt immer wieder neu entsteht, wenn es um Menschenrechte geht, ihr versteht, das ist die Melodie von der Solidarität. Ihr versteht,
das ist die Melodie von der Solidarität. Schon sangen diese Melodie Stahl- und Metallarbeiter, die ebenso musikalisch sind. Die wissen, dass ihr Kampf beginnt. Die wissen, dass gekürzter Lohn und Arbeitsplatzvernichtung drohen. Auch dass der Kampf vereint geführt. Am Ende doch gewonnen wird. In diesem Melodiestalt, die in wechselnder Gestalt immer wieder neu entsteht, wenn es um Menschenrechte geht. Ihr versteht, das ist die Melodie von der Solidarität. Ihr versteht, das ist die Melodie von der Solidarität. Ich habe den Eindruck, dass die Lieder in dem Augenblick richtig gebraucht werden. Nicht nur mittelbar, sondern unmittelbar gebraucht werden. So wie man Brot braucht zum Leben. Die Illusion sein, es kann eine Überschätzung meiner Arbeit sein, möglicherweise. Ich glaube es aber nicht. Gute Lieder haben die Funktion oder haben die Möglichkeit in sich, den Menschen Kraft und Mut zu vermitteln und die Angst zu verjagen. Es ist ja nicht immer einfach und ungefährlich, für seine Meinung einzustehen, für seine Haltung, für seine Weltanschauung gerade zu stehen. Du singst deine Meinung. Ja. Erinnerung. In mein drittes Lebensjahr, da schickte mir mein Vater, der in Norwegen war, als Soldat um die Weihnachtszeit eine Eisenbahn aus Holz. Und die wurde meine Liebe und ich spielte voller Stolz. Mit der Lok, aus deren Schornstein dicke weiße Watte quoll, lud sie jeden Tag mit Kohlesand und anderen Gütern voll. Wenn ich des Nachts die Lok im Arm auf meinem Kissen schlief, geschah es oft, dass ich im Traum nach meinem Vater rief. Dass er trotzdem niemals kam, konnte ich noch nicht verstehen. Und so fasste ich den Plan, zu ihm nach Norwegen zu gehen. Ja, vielleicht sind wir Menschen nur dazu geboren, um ruhelos zu suchen bis zum Schluss. Auch ich habe irgendwann einmal etwas verloren, was mir fehlt und was ich wiederfinden muss. Frühjahr 45 war der Krieg dann endlich aus. Doch statt Vater kam mein Onkel Eduard nach Haus. Das war Vaters Bruder und ich weiß es noch genau. Björn kam im Soldatenmantel abgerissen und grau. Aber ich, so sagte Mutter später, stürzte mich auf ihn. Onkel Papa, hab ich immer nur geschrien. Als ich am nächsten Tag mit ihm in Omas Küche saß,
sprach er nicht ein Wort mit mir, sondern schimpfte auf den Fraß. Und voll Hass auf seine Mutter warf er, warum weiß ich nicht, hier den vollen Teller mit dem heißen Grünkohl ins Gesicht. Ja, vielleicht sind wir Menschen nur dazu geboren, um ruhelos zu suchen bis zum Schluss. Auch ich habe irgendwann einmal etwas verloren, was mir fehlt und was ich wiederfinden muss. Meine Eisenbahn aus Holz war längst zertrümmert und verbrannt. Und auch Norwegen erschien mir so wie jedes andere Land. Und der Vater kam nach Hause ein Jahr später irgendwann. Was er sagte, wie außer, ich erinnere mich nicht dran. Fand auch später, als ich größer wurde, nie mehr diesen Ton. Nun, ihr wisst schon, was ich meine, dies Verhältnis Vater-Sohn. Mein Gefühl für ihn, das hatte schon ein anderer verbraucht. Wie ein Feuer ausgepisst, das dennoch ewig weiter raucht. Doch ein Funke von Vertrauen ist noch da und irgendwann will ich glauben, kommt ein Wind und bläst das Feuer wieder an. Ja, vielleicht sind wir Menschen nur dazu geboren, um ruhelos zu suchen bis zum Schluss. Auch ich habe irgendwann einmal etwas verloren, was mir fehlt und was ich wiederfinden muss.